Es gibt drei Möglichkeiten, sich auf seine letzte Stunde sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die einfachste Möglichkeit ist, man ignoriert dieses Thema völlig und irgendwann ist es dann da, das ist der Tod und man stirbt. Überrascht, unvorbereitet. Die zweite Möglichkeit ist, man wird mit einer bösen Diagnose oder mit einer schweren Krankheit konfrontiert und entweder ist dann diese erste Begegnung mit der letzten Stunde auch schon unsere letzte und man stirbt oder man erhält noch eine zweite Chance. Das Interessante ist, dass viele Menschen, die so eine schwere Krankheit überwunden haben oder eine böse Diagnose, im Nachhinein sagen, dass das eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung in ihrem Leben war, weil es ihnen gezeigt hat, was ihnen eigentlich wichtig ist. Aber bei beiden ersten Varianten braucht man eigentlich gar nichts tun, weil die letzte Stunde ist plötzlich da und stülpt die bestehenden Regeln unseres Lebens radikal um, greift massiv ein. Und mit diesem Buch versuche ich ein Plädoyer dafür zu machen, zu sagen, es macht einen Sinn, sich schon vorher auseinanderzusetzen mit dem Thema, bevor man unmittelbar davon betroffen ist. Aus mehreren Gründen. Erstens, Angst macht uns vor allem immer das Unbekannte. Und wenn man diesen völlig unbekannte Tatsache, die aber eine Tatsache ist, dass unser Leben endlich ist, sich immer wieder herholt, dann bietet einem das die Chance, für die Zeit, die einem noch bleibt, von der man ja nicht weiß, wie lang sie eigentlich noch ist, in einer höheren und größeren Qualität zu verbringen. Und das ist auch die Grundidee des Covers des Buches. Sie sehen hier ein aufgeschlagenes Buch mit einem Schreibstift. Und die Grundidee ist zu sagen, stell dir vor, in deiner letzten Stunde hast du die fertig gedruckte Biografie deines Lebens vor dir und blätterst da drinnen. Und zufälligerweise schlägst du genau das Kapitel auf, das deine augenblickliche Lebensphase beinhaltet. Also egal wie alt man ist, man landet genau dort, wo man jetzt ist. Und dann erhältst du die Möglichkeit, die noch hoffentlich vielen Seiten, die vor dir liegen, noch einmal zu schreiben. Und zwar mit dem Wissen, das du aus deiner letzten Stunde hast. Und das ist eine spannende Sache. Wenn man zum Beispiel weiß, und Elisabeth Kübler-Ross, die sich bekanntlich mit dem Thema Sterben sehr auseinandergesetzt hat, ja, übrigens auch interessant, fast alle Frauen kannten Elisabeth Kübler-Ross, fast kein einziger Mann kannte Elisabeth Kübler-Ross, das sagt auch schon etwas zum unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Tod und Sterben. Jedenfalls, Elisabeth Kübler-Ross hat herausgefunden, und das hat sich in den Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, die gewusst haben, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, bestätigt, es sind drei Fragen, die eigentlich fast alle Menschen am Ende ihres Lebens beschäftigen. Erstens, das hat der Alfred vorher schon sehr ausführlich behandelt, es ist tatsächlich Liebe. Habe ich genug Liebe gegeben? Und habe ich genug Liebe bekommen? Zweitens, Authentizität. Habe ich mit meiner Musik mein Leben gespielt? Habe ich mit meiner Stimme gesprochen? Oder habe ich immer nur das getan, was andere von mir wollen? Und das dritte, interessanterweise, und das passt gut zu Ted, ist Großzügigkeit und Idealismus. Habe ich genug zurückgegeben mit meinen Möglichkeiten? Habe ich die Welt ein bisschen besser gemacht? Und jetzt kann man sagen, das ist irgendwie äußerst esoterischer Unsinn und das stimmt alles nicht und das ist isoliert. Es stimmt interessanterweise. Ich habe mit sehr reichen Leuten auch gesprochen, die eine Diagnose hatten, wo nicht klar ist, ob sie die nächsten Monate noch überleben werden. Und die haben sich genau diese Fragen gestellt. Was mir auch sehr wichtig ist, das ist kein Buch über den Tod, das ist ein Buch über das Leben. Und eben darum, wie diese Zeit, von der wir nicht wissen, wie viel uns noch liegt, in größerer Qualität verbringen zu können. Ich glaube ja überhaupt nicht, dass man mit Büchern das Leben von Menschen verändern kann. Auch nicht mit Seminaren. Ich war 20 Jahre lang meines Lebens Human Resource Trainer. Ich gebe mich da überhaupt keine Illusionen hin. Das, was Leben wirklich von Menschen radikal verändert, ist zum Beispiel eine Scheidung, ein Jobverlust, eine schwere Krankheit. Aber kein Buch oder auch kein Seminar. Aber es geht überhaupt nicht um dieses radikale Verändern des eigenen Lebens. Es geht um diese 1-2%, die man anders machen kann. Einige von Ihnen wissen das vielleicht, ich habe im Stift Melk 4 Jahre lang
Ted auf meine Art und Weise gemacht. Ich habe die Waldseel-Meetings, deswegen hat man auch hier den Abt Elegast gesehen, gemacht, wo wir 7 Nobelpreisträger hatten, den Dalai Lama und viele andere kluge Leute. Und im 4. Jahr war ich in der Dalai Lama und ich durfte Zeuge sein, wie ein junger Deutscher, der vom tibetischen Buddhismus sehr bewegt war, den Dalai Lama gefragt hat, wie er denn jetzt möglichst schnell dem tibetischen Buddhismus nahe kommen könnte. Also welche Lehrer oder wo er hingehen soll. Und der Dalai Lama hat diesen jungen Deutschen mit seinem unnachahmlichen Lächeln angelächelt und hat nur einen Satz gesagt. Stay with your religion. Bleiben Sie bei Ihrer Religion. Ich hoffe, dass dieser junge Mann die ungemeine Weisheit erkannt hat, die in diesem Satz gesteckt ist. Nämlich, es gibt keinen Abkürzer, es gibt keinen leichteren Weg, sondern jeder Mensch muss halt den Weg gehen, der ihm vorgezeichnet ist. Aber diese 1%, die können dann ungemein viel ausmachen. Das ist auch das, was das, die Arbeit, ich habe ein Jahr lang an diesem Buch gearbeitet, was es für mich verändert hat. Also wir alle kennen das, da geht irgendetwas schief, oder man hört, irgendjemand hat schlecht über einen geredet. Das hat sich bei mir jetzt reduziert, seit ich nicht mehr in der Politik bin. Aber trotzdem gibt es immer das eine oder andere, was einem so ärgert. Ja? Oder irgendwas ist ausgemacht und findet dann nicht statt. Und dann hole ich mir schon manchmal meine letzte Stunde her und stelle mir die ganz einfache Frage, aus der letzten Stunde betrachtet, wird dieser Ärger eine Rolle spielen in meinem Leben? Kommt man meistens sehr schnell drauf, eigentlich nicht. Und in meinem Freundeskreis gibt es halt viele Freunde und Freundinnen, die Trennungen, Scheidungen hinter sich haben, da gibt es gemeinsame Kinder. Und da gibt es dann einen irren Streit darüber, wer zahlt das, die Zusatzzahnregulierung und bei wem ist das Kind jetzt und so weiter. Und ich habe das denen auch gesagt, wenn ihr euch eure letzte Stunde herholt und fragt, wie geht es euch dann eigentlich damit, dass euch euer Egoismus, euer Interessen wichtiger waren als die Interessen eures Kindes? Und das ist dann schon so ein Schlucken, das man da manchmal bekommt. Es gibt einen Sufi-Spruch, der sehr kurz ist und der mir für das Buch ein bisschen geholfen hat. Der geht so, der Tod kam zu dem Menschen und der Mensch fragte, ist es schon so weit? Und der Tod sagte, ja, es ist soweit. Und darauf fragt der Mensch, war das alles? Und der Tod antwortet, ja, das war alles, was du daraus gemacht hast. Und jetzt komme ich da zu etwas, ich nenne das den Augenblick der Wahrheit. Und für den Augenblick der Wahrheit brauchen wir jetzt Licht. Ihr habt ja alle diese Übung hier gesehen, die wir hier mit... Übrigens kann man Lebensmaßband bei YouTube eingeben, also alle diese Spots könnt ihr bei YouTube sehen. Ihr habt da so ein Lebensmaßband für euch. Und das ist so eine ganz interessante Erfahrung, weil wenn ihr da zugeschaut habt, dann ist es ja so eine ganz lustige Geschichte. Oder man kann auch sagen, eine banale Geschichte oder eine naive Geschichte. Und jetzt machen wir das einmal miteinander, dann kommt man nämlich drauf, das funktioniert dann ein bisschen anders, wenn man es selber macht. Also bitte dieses Lesezeichen jetzt aufklappen, so dass das Maßband links 0 Jahre und rechts 100 Jahre aufzeigt. Ja? Und das hat jetzt jeder so vor sich. So, und jetzt reißen wir auf der linken Seite unser, also jeder von Ihnen, Ihr aktuelles Lebensalter ab. Ich bin noch weit von 50 entfernt, nämlich 3 Monate. Also ich reiße jetzt knapp vor 50 ab. Und wirklich abreißen, ja? Nicht aufheben, es gibt genug, einfach abreißen und wegschmeißen. Ja? Aber Sie reißen nicht mein Lebensalter ab, Sie reißen Ihr Lebensalter ab. Also das aktuelle Lebensalter links abreißen. Passiert nichts, einfach machen. Das ist eh schon vorbei, kann nichts mehr schiefgehen. Da gibt es noch Zögerliche, sehe ich, die sagen, wer weiß was. Also einfach links beim aktuellen Lebensalter abreißen. Ne? Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Rechts reißen die Männer bitte bei 77,1 ab. Alle Männer reißen rechts bei 77,1 ab. Und macht das genau, weil das 0,1 Jahr, das kann dann noch sehr wertvoll sein am Ende. Und die Frauen, die leben bekanntlich länger, weil sie klüger und gesünder sind und die reißen daher bei 82,7 ab. Die Frauen reißen bitte bei 82,7 ab. Und das, was sie jetzt in der Hand halten, ich zeige es Ihnen bei mir, das ist der Rest Ihres Lebens. Das ist der Rest Ihres Lebens.
Und es gibt schon die ersten, die vergleichen. Jetzt schaut mal so irgendwie links und rechts. Das ist ein sehr junges Publikum. Bei Ihnen ist das schon sehr viel. Aber es gibt auch wenig, bei manchen ist es schon ein bisschen weniger. Und die, die meinen, das sei jetzt eh noch so viel, da kann man auch ein bisschen drauflegen und sagen, naja, das, was man lernt, auch wenn man 30 oder 40 ist, ist, dass die nächsten 10 Jahre immer doppelt so schnell vergehen in der subjektiven Empfindung wie die letzten Jahre. Und wenn ich mir das jetzt bei mir anschaue, dann schaut das schon immer mehr sehr gut aus. Für diejenigen, die aufgrund hier, das ist jetzt aufgrund der Alters und bei meinen Lesungen, die ich jetzt gemacht habe bei den dreien, da wird dann sehr viel gelacht und diejenigen, die am wenigsten in der Hand haben, lachen am lautesten. Wenn hier jemand im Saal sein sollte, der schon sehr wenig in der Hand hat, gibt es aber auch einen Trost. Juppi Hest, das würde natürlich nur lachen über diese Übung, weil bei dem müsste man anstocken mit 105 Jahren. Nehmen Sie es mit, den Rest Ihres Lebens. Sie können es sich anschauen auf YouTube. Wie gesagt, Sie brauchen nur Lebensmaßband bei YouTube mit Doppel-S oder mit scharfem S geschrieben. Beides funktioniert. Eingeben und schicken Sie es einfach Freunden und nehmen Sie sich Ihren Rest Ihres Lebens mit. Und da sind wir jetzt bei der spannenden Frage, was tue ich denn mit dem Rest meines Lebens? Was mache ich da jetzt damit? Und über diese Frage haben sich klügere Leute sich den Kopf zerbrochen. Da ist jetzt eine Erkenntnis, eine erste gekommen. Viktor Frankl hat gesagt, es sind zwei Dinge, die unserem Leben Sinn geben. Erstens Arbeit, und damit ist nicht nur die bezahlte Arbeit, sondern unser Tun gemeint. Und zweitens, das haben wir heute schon gehabt, die Liebe. Und nachdem der Prinz Alfred so viel über die Liebe gesprochen hat, möchte ich kurz über die Arbeit sprechen. Über unser Tun und den Anspruch, den wir daran haben, weil das passt auch gut zu dieser, ich bin ja sehr froh, dass die Organisatoren hier, der Niki und der Friso, ein zutiefst österreichisches Thema genommen haben, nämlich Mittelmäßigkeit. Der Besuch einer TED-Konferenz ist das beste Mittel gegen Mittelmäßigkeit. Warum? Weil bei uns in Österreich, und ich bin ja aus Wien, wie Sie wahrscheinlich entnommen haben, also wir sind ja alle Weltmeister, also wir brauchen gar nicht in die Welt heraus, wir sind eigentlich ungemein zufrieden damit, so wie wir sind. Und dann begegnet man dort Leuten, jungen Leuten, älteren Leuten, und da wird man sehr schnell sehr demütig, wenn man sich anschaut, was die geleistet haben. Ich habe auf einer TED-Konferenz ich glaube, es war jetzt in Oxford, da ist ein junges Mädchen aufgetreten, eine Amerikanerin, so im klassischen Stil so eines Highschool-Mädchens. Das war so ein bisschen wie eine College-Arbeit präsentiert, so mit dem Lachen und mit Fragen. Und sie hat gesagt, ja, und sie hat den Mohammed Yunus gesehen und das hat ihr so imponiert mit den Mikrokrediten. Und dann ist sie dort hingefahren, nach den Afrika zu den Leuten, hat man so Fotos von ihr gesehen und so weiter. Und da hat man sich das halt irgendwie angeschaut. Und dann sind wir mal drauf gekommen, die junge Dame, die sicher noch keine 30 war, hat 15 Millionen Dollar für ihre Website aufgetrieben, um Mikrokredite in diesen Ländern zu machen. Da geht es dann sehr schnell ein bisschen anders. Mittelmäßigkeit hat für mich auch ein bisschen damit zu tun, und ich nehme an, dieser Kreis hier besteht aus Leuten, die alle relativ schnell auf 90% in der Qualität kommen. Das schaffen wir alle ganz gut, besonders die Unternehmensberater. Ich bin ja auch einer. Aber das Entscheidende sind die letzten 10%. Und genau die machen es aber aus. Ich bin ein großer Filmfan. James Cameron, Titanic, jetzt Avatar. Es gibt eine Szene bei Titanic, die möchte ich jetzt gern hierher holen, weil sie scheinbar so kurios ist, aber weil sie auf der anderen Seite den Anspruch eines James Cameron an seine Arbeit so gut definiert. Sie können sich, ich bin mir sicher, fast alle von Ihnen haben Titanic gesehen, da gibt es eine Szene, da sinkt die Titanic schon und da ist so ein Holzverbau und da sind Porzellanteller drinnen, wo die Titanic quasi auf den Porzellantellern quasi als Identität draufgemalt ist. Und die Szene dauert ungefähr 15 Sekunden, das Schiff sinkt, diese Wand neigt sich immer mehr, diese Holzwand fällt um und die Teller kullern heraus und zerschellen am Boden. James Cameron hat darauf bestanden, dass diese Porzellanteller, die 15 Sekunden in einem, glaube ich, 3-Stunden-Film im Bild sind, handbemalt, original Titanic-Teller nachgemacht wurden.
Jetzt kann man sagen, das ist ein Wahnsinniger und der hat so viel Geld zum Verpulvern gehabt und so weiter. Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass wenn man den Anspruch an den unsichtbaren Teil seiner Arbeit genauso hoch anlegt wie an das Sichtbare, dann kann man erst die wahre Qualität erreichen. Da muss man kein weltberühmter Filmdarsteller sein. Übrigens, James Cameron hat auch einen TED-Talk gemacht, der sehr interessant ist. Da spricht er darüber, dass er in der Zeit zwischen Titanic und Avatar nicht nur Fußnägel geschnitten hat, sondern auch andere Dinge gemacht hat. Aber dieser unsichtbare Teil, und das haben wir alle in unserer Arbeit, dieses für mich jetzt als Autor zum Beispiel, ich kriege jetzt schon sehr, sehr berührende E-Mails, komme spät am Abend nach Hause. Lese ich das wirklich jeden Satz mit der Aufmerksamkeit, der mir ein Mensch schickt und beantworte ich das dann auch, wenn ich schon müde bin? Ich habe viele Menschen, die in Pflegeberufen drinnen sind, interviewt. Da geht es darum, schaut jemand noch hin, ob ein älterer Mensch jetzt schlecht liegt und er ihm sein Leben in dieser Nacht verbessern kann, indem er ihn noch aufrichtet, bevor er schlafen geht, oder tut er das nicht? Und wir alle haben sowas in unserer Arbeit drinnen. Und ich möchte zum Abschluss Ihnen zu diesem Thema das Leben als Kunstwerk noch kurz etwas vorlesen. Joseph Beuys, der berühmte Aktionskünstler, es hat einen Satz gegeben, kein anderer Satz von Joseph Beuys hat so viel Widerspruch ausgelöst, und er hat viele Dinge gesagt, die Widerspruch ausgelöst haben, wie ein Satz. Und dieser Satz war: Jeder Mensch ist ein Künstler. Und Joseph Beuys hat damit aber nicht gemeint, dass jetzt jeder Mensch professionell tanzen, malen, schauspielen, schreiben oder was kann, aber er hat gesagt, in jeder Tätigkeit liegt sozusagen die Möglichkeit der Kreativität, der Fantasie und der Großartigkeit. Und das hat mich so auf die Idee gebracht, das Leben als Kunstwerk zu sehen. Und ich habe da ein Gedicht gefunden, das Joseph Beuys zugeschrieben wird. Wir haben das nicht hundertprozentig klären können, aber das möchte ich hier zum Abschluss zum Thema Mittelmäßigkeit und Lebenskunst vorlesen. Lass dich fallen, lerne Schlangen zu beobachten, pflanze unmögliche Gärten, lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein. Mach kleine Zeichen, die Ja sagen, und verteile sie überall in deinem Haus. Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit, freu dich auf Träume, weine bei Kinofilmen. Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel beim Mondlicht. Pflege verschiedene Stimmungen. Weigere dich, verantwortlich zu sein. Tue es aus Liebe. Mach eine Menge Nickerchen. Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Das Geld wird folgen. Glaube an Zauberei. Lache eine Menge. Bade im Mondlicht. Träume wilde, fantasievolle Träume. Zeichne auf die Wände. Lies jeden Tag. Stell dir vor, du wärst verzaubert. Kicher mit Kindern. Hör alten Leuten zu. Öffne dich, tauch ein, sei frei, preise dich selbst. Lass die Angst fallen. Spiele mit allem. Unterhalte das Kind in dir. Du bist unschuldig. Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume. Schreibe Liebesbriefe. Vielen Dank. Dankeschön.